Servus Freunde, ich habe in meinen Videos schon mal angekündigt, dass ich euch endlich einmal diesen Fehlgriffen Nummer 21 in Latsch vorstelle, näher halt quasi, und das mache ich heute einmal. Es ist ein 30 Liter Rucksack, ich werde aber die ganzen Masse und alles Gewicht schmeiße ich da auf der Seite alles rein, könnt ihr dann alles anlesen genauer. Und ich glaube, die gibt es in 20 Formen, wenn man nicht alles täuscht. Und dieser Latsch, den was ich habe, der ist jetzt da in Dark Olive und Beige, wo man eher seltener kriegt. Ein Freund von mir, der Marc Boy, Video kann ich euch da oben verlinken, der hat denselben auch ergattert, wie er bei mir gesehen hat und so gut gefallen hat. Der hat sogar dieselbe Farbe gekriegt. Ja, billig sind die Dinger nicht, die kosten glaube ich neu 250 Euro und ich habe den jetzt noch um 170 geschossen halt. Ist in einem Top-Zustand, war nicht neu, war gebraucht, aber sieht man den Kerl nicht an. Was natürlich super an dem Ganzen ist, mit dieser Lederberiemung und diese Farbkombination gefällt auch mir natürlich extrem gut. Wir haben unten einen Lederboden, also jetzt kennst du den wo hinstellen, den Dreck. Ist denn der eigentlich 40 alt quasi und von daher eigentlich nicht schlecht. Ich habe da auch schon meine eigenen Sachen dazu gekriegt, mein kleines Erste-Hilfe-Kit habe ich ganz einfach nur da ausgefallen, da eingefallen, jack da durch und das hängt immer hin drauf, gleich am Mann, weil so habe ich das eigentlich bei alle. Ja, er hat diesen man da mal auf, dieser Schneeschütze. Er hat da herinnen ein kleines Facherl und herin ist er halt ausgeführt. Nichts Besonderes. Es ist da ein kleines Facherl, man wird da jetzt nicht gescheit hersehen. Was auf alle Fälle dabei ist, ist ein Sitzkissen in derselben Farbe wie der Rucksack selber ist. Gilt da noch ein bisschen so als Rückenpolster, als Versteifung. Wir haben auf alle Fälle keine Deckelfach, Taschen oder irgendwas, das gibt es gar nichts. Wir haben nur auf der Seite welche. Da muss ich aber auch gleich dazu sagen, die sind, also alles, was man da reinsteckt, wandert in den Rucksack rein zu. Also die sind wirklich extrem flach. Aber ja, wenn einer mit denen auskommt, so wie ich, bin damit zufrieden. Ich brauche das nicht wirklich. Auf der Hinterseite haben wir relativ dünne Träger, muss aber sagen, der tragt sich wirklich sehr gut. Da haben wir zwar so bratere Stege, die was schön wach gefüttert sind. Und eins, was das Teil leider nicht hat, ist ein Brustgurt. Den habe ich immer nachgerüstet, weil ohne den kann ich quasi eigentlich nicht wirklich existieren. Da tragt sich für mich Rucksack einfach nicht gut genug. Da unten haben wir dann alles in Lederriemen. Mit Schnallerl schnell zum Verstehen, also nicht weiß gut was. Und auch zum Zuziehen ist oben eine Schnur mit so einer Lederverriegelung, zieht man zu, legt man einer, legt man drüber. Ja, die Verriegelung selber zeige ich gleich ein bisschen näher. Ja, von der Verriegelung her, wie ich gesagt habe, da geht man eigentlich nur da durch. Man hat da so Nierten, wie man sagen will. Und da wird das quasi dann. Ist jetzt für mich, das ist von hinten auch natürlich ein bisschen schwierig zum Zahlen. Und einfach da mit diesen Nierten zum Verriegeln kann man relativ schnell aufmachen und das Ganze ist offen. Da hinten ist noch eine Öffnung, da kann man es also mit dem Finger durch, da kann man locker einen Karabiner einsetzen. Dann haben wir da noch Fellreifen-Ding. Da sind noch so Lederapplikationen eingenäht, wo man was tut. Da kann man natürlich auch jederzeit noch einen Karabiner durch. Ich habe mir da zwei so Schnierl mit so einem Schnellverschluss von Detlef, falls man mal vorhin irgendwas anhängen will. Und ja, so schaut das da halt aus. Ja, das soll es auch schon wieder gewesen sein vom Latsch.
Ja, habe ich noch vergessen, ein Glas auch schlafen, hat eher jeder Rucksack, braucht man eigentlich ja gar nicht erwähnen. Man kann natürlich auch, wenn man keine großen Sachen, kann man da noch was durchfädeln, auch mit Niederhänger, jeder wie er mag. Natürlich G1000 und unverwüstlich das Teil. Ja, anheuer in meiner Sammlung von den Fjellreben. Und ja, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Da kann ich was für ein Tamtam draus machen. Ich sag halt danke fürs Zuschauen und man sieht sie. Ciao, servus.